Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch ein neues Feature im WKS der Fahrberechtigung in Kombination mit unserem Personalzeiterfassungsterminal. Das Terminal werde ich jetzt hier mal rechts unten einblenden. Dann seht ihr nämlich auch das direkt live, wie das dann aussieht. Thema Fahrberechtigung. Fangen wir am besten mal direkt an. Nutzen wir einfach, um zu überprüfen, ob unsere Mitarbeiter, wenn sie einen Firmenwagen fahren dürfen, auch eine gültige Fahrerlaubnis haben. Dazu haben wir kleine NFC-Chips, also Aufklebefolien, die wir auf die Führerscheine kleben dürfen. Das Ganze ist rechtskonform, kann man gerne machen. Und dann kann man diesen Transponder dem Mitarbeiter zuweisen. Wie das aussieht auf dem Führerschein, habe ich jetzt nochmal eingeblendet. Zum Aufkleben, wie man das macht, mache ich ein kleines separates Quick-Help-Video. Ist nicht schwierig, aber man muss eben ein paar Dinge beachten. Gut, fangen wir mal an. Und zwar, indem wir einen neuen Transponder einlernen. Dazu gehen wir unter die Stammdaten, Mitarbeiter. Und da haben wir Terminals verwalten. Hier können wir neue Transponder hinzufügen. Wir machen das einfach mal hier mit meinem Führerschein. Ich mache das einfach. Ich führe einfach irgendeine Buchung aus. Genau, dann sagt er nämlich Transponder nicht bekannt. Dann gehen wir in das Log, STL. Und dann sehen wir hier Transponder unbekannt. Und das ist dieser Transponder. So, das kopieren wir uns mal. Und dann lernen wir den ein. So, Terminals verwalten. Wir machen einfach einen Mehrfachtransponder, das ist das Einfachste. Copy-Paste hier rein, sagen Speichern und dann ist er hier unten drin. Zack. So, dann gehen wir in den Mitarbeiter. Mitarbeiterstamm. Wählen unseren Admin aus. Dann haben wir hier unten die Transporterfahrberechtigung. Das wäre dann dieser hier. Und dann sagen, jetzt setzen wir noch den Haken Fahrberechtigung kontrollieren. So. Das wäre groß schon mal alles. Dann haben wir eben noch die Möglichkeit im Schnellzugriff B, Fahrberechtigung, können wir hier noch eine neue Fahrberechtigung hinterlegen. So, wir haben hier noch die Möglichkeit, die verschiedenen Klassen zu pflegen. In Führerscheinklassen sind die aktuellen, also wer noch einen alten Führerschein hat, die graue oder die rosane Pappe, Klasse 1, 2, 3, was es da noch alles gibt. Hier könnte man auch mit abbilden, indem man einfach quasi eine neue Führerscheinklasse macht. Aber wie gesagt, das sind ja die aktuellen. Dann sollte das auch so passen. So, wir sagen einfach eine neue Fahrberechtigung für den Mitarbeiter Admin. So, hat er sich hier schon gemerkt. Ich hatte das vorhin schon mal angelegt. Hat er jawohl hier. Klasse B haben wir, Klasse L haben wir. Und wir möchten das gerne alle 30 Tage überprüft haben. So, wir können aber auch sagen, machen wir doch ja, am 2.7. Und dann wird quasi, wenn ich am Terminal einstempel, morgen, werde ich dann vom System quasi gefragt, hey, halt doch noch deinen Führerschein vor. Und dann wird geprüft und dann wird das weggeschrieben. So, kann man aber auch manuell nachbuchen, indem man sagt, hier am Terminal, auf Info, dann nach unten, Fahrberechtigung. Gebt das Ding vor, Eingabe in Ordnung, jawohl, draufdrücken, Nachweis erfolgreich. Und im Log können wir das dann auch wieder nachprüfen. So, dann haben wir hier Fahrberechtigung nachgewiesen mit diesem Chip. Unser Ergebnis erfolgreich. Gut, das war's schon zum Thema Fahrberechtigung. Wenn ihr noch Fragen zum Produkt habt, ruft uns gerne an, schreibt uns gerne eine E-Mail. Und wenn ihr mehr erfahren wollt, guckt euch die anderen Videos an, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis dahin, euer Benny.